Willkommen zurück bei Torchlight. Ja, viel mehr als verkauft und so weiter habe ich nicht. Das Einzige, was ihr vielleicht seht, ist, dass da oben so ein Zombie rumläuft. Ich habe auch ein bisschen gekauft, und zwar bei ihr. Denn bevor ich das Spiel beendet habe, habe ich gesehen, dass sie noch einige coole Schriftrollen verkauft hat. Dazu gehört nämlich auch der Summon Zombie Skill, mit dem ich jetzt tatsächlich einfach Zombies erschaffen kann, die random umherziehen und Gegner angreifen. Und wenn sie Gegner beschädigen, zufügen, mir auch ein bisschen Heilung zukommen lassen. Darüber hinaus kann ich jetzt auch Summon Archers, womit ich an Ort und Stelle nicht bewegliche Skelettbogenschützen beschwören kann. Also beschwörungstechnisch konnte ich einiges bei ihr kaufen. Und das wird sich hoffentlich gerade in Bossfights auch sinnvoll auswirken. Ja. Sonst hat sich eigentlich, glaube ich, auch nichts geändert. Das heißt, wir machen direkt weiter. Ab in den Dungeon. Was es lange nicht mehr gab in meinen LPs, haltet euch die Ohren zu. Ich habe einen Energy zu öffnen. Lange nicht mehr im LP getan, aber eine kleine Ausnahme mal wieder. So, ihr habt es überstanden. Die Ohren sind noch heil, hoffe ich. Und wir gucken jetzt weiter, dass wir noch ein paar Goblins slayen. Denn das ist immer richtig. Das waren zwei Orangen. Was? Natürlich ist eine Falle. Ich hätte es bedenken sollen. Oh, guck mal, mit dem neuen, ich habe auch, glaube ich, einen besseren Skelettzauber für Iki. Das heißt, er kann jetzt zwei auf einmal beschwören. Super, meine Armee wächst. Weil das ist wirklich eine kleine Armee, also schon heftig. Was mir so alles hinterher läuft. Da kann ich noch zusätzlich beschwören jetzt. Das ist schon nicht schlecht. Das sind Zombies. Die Bogenschützen. Hier ist alles voll. Das sind alles meine Einheiten, die ich gerade auf dem Feld habe. Alles meine. Und sogar dieser komische Goblin, der sich gerade mir angeschlossen hat, weil er keine andere Wahl hatte. Weil er mich angegriffen hat. Na, ich bin sehr zufrieden mit meinem Mass-Minion-Bild hier. Meistens werde ich natürlich nur meine Minions und meinen Golem haben und die Skelette, die Hiki beschwört hat. Wie gesagt, das hier mache ich eher seltener. Aber es ist schön, die Option zu haben. Kommt raus, meine Trolle. Zeit zu spielen. Wir spielen Töte den Troll. Mein Lieblingsspiel. Ah, ganz viel Müll anscheinend. Müssen wir nichts von aufheben. Das habe ich einen Potion drunter, aber das ist es nicht wert. Ist mir noch ein Gegner? Zwei Truhen. Oh, da ist jetzt viel drin, ne? Okay. Potions. Okay, kann man mitnehmen. Kann man auch alles mitnehmen, glaube ich. Ja. Ja. Dreckiger Goblin. Ich fühle mich fast so ein bisschen noch haltbar mittlerweile. Was sollen diese armen Schweine noch tun, außer sich für meinen Massen überrollen zu lassen?
meine Eiszauber zu schlucken und sich von meinem Giftzauber finishen zu lassen. Oder ein Giftwand. Das Einzige, was noch besser wäre, wenn ich noch mehr von den Z-Geschenken bekommen würde. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich zwei bekommen habe und ich will mein Glück nicht strapazieren. Ist auch einfach sehr, sehr gut, dass ich so einen AOE-Eisbär gewählt habe, weil die Tatsache, dass der AOE-Spell natürlich jedes Mal eine Gruppe von Gegnern auch verlangsamt, auch was ihre Angriffsgeschwindigkeit anbelangt, macht es natürlich für meine Einheit in der Leiche zu töten. Das ist genau, was ich brauche. Ein AOE-Zauber, der meine Pfeile noch irgendwie schwächt und ein bisschen Damage macht, wird meine Einheit es noch einfacher haben. So, Inventar ist voll. Ich sollte nicht Sachen erforschen, die ich nicht brauche, analysieren, die ich brauche. Der Stab wird es nicht wert sein, die Axt auch nicht, das gucken wir uns eben an. Das ist auch nicht wert. Okay, den Necklace gucken wir uns ja nochmal genauer an. So, das ist Unsinn. Unsinn. Fire Resistance Armor. Aber wenn mein anderes Ding increased all poison damage, das behalte ich erstmal. Obwohl das hier echt gut ist, ehrlich gesagt. Gerade für diesen Bereich ist dieses Ding sehr gut. Ich glaube, ich verzichte mal, glaube ich, doch auf die drei. Auf die drei Poison Damage extra. Prozent wohlgemerkt. Weil ich halt extrem viel mehr Rüstung bekomme. Weil plus 16. Und das Ding ist generell nochmal 6 höher. Das ist schon extrem viel Rüstung mehr. Das war der Gürtel, ne? Der ist schon eigentlich besser. Die 3% kann ich noch verzichten, glaube ich. Wie sieht's mit dem Pad aus? Patty Mac Pad Pad. Kannst du irgendwas davon gebrauchen? Fire Damage, Increased Magic Find. Ice Damage. Nicht wirklich. Ich frage mich, ob ich, wenn ich XP-Ringe ausrüste bei dem Pad, ob ich da die Experience bekommen würde. Also ich, weil das Pad kriegt ja keiner. Ich bezweifle es aber. Und ich werde das jetzt eh nicht tun, aber ich habe mich da nur interessiert für. Okay, jetzt kann ich alles weggeben. Das kannst du alles so mitnehmen. Und alles so verkaufen. Am besten jetzt schon. Your pet has departed. Gut, weiter geht's. Machen das Ding einfach nicht kaputt und lassen es da stehen, oder? Bevor ich wieder meine eigenen Viecher hochjage. Richtige Goblin-Exterminationstrupp. Ich meine, wir lassen nicht mal die Goblin-Leichen liegen. Die wenigen, die mal liegen bleiben, die verwandeln wir oftmals in irgendwelche Imps. Oder zerschmettern sie sowieso schon wegen Eis. Da bleibt nicht viel Goblin-Rest übrig. Fast 900 Gold. Nice.
Oh, ist der Star, Mensch. Das Schöne ist, dass diese One-Schüsse sogar die Gegner verfolgen. Das ist unfassbar. Ich hatte keine. Ich guck nochmal nach. Ich hatte jetzt keine Quests mehr offen, oder? Von dem. Doch, aber 22. Wir waren jetzt noch 21, schätze ich mal. Ja, okay. Easy. Alle leben noch, sehr gut. Ja, ja, tötet die kleinen Witzgestalten. Was für eine tolle Brücke, ganz ehrlich. Wow. Ah, Mist, Suizid. Jetzt ist hier aber schön in der Ecke. Ein Level Up. Nice. You have completed the task. Das war der Typ, den wir besiegen sollten. Sehr schön. Ich bin überrascht, dass es eine normale Truhe ist. Die lag nämlich sehr seltsam da. Inventar checken, ja. Da kann man wieder identifizieren, glaube ich. Und nicht immer Sachen identifizieren, die ich eh nicht brauche. Nein, das wollte ich gar nicht. Das habe ich brutal aufgemacht. Ja, nutzen wir das einfach, oder? Wenn ich schon aufmache. Komm. Ein Missklick, die falsche Schriftrolle rechts klickt. So. Freunde Städte, geben wir die Quest eben ab, nehmen wir schon die nächste mit. Ja, das sind wirklich dieselben Texte, das haben wir auch schon mal gelesen. Dor Doom, vor 23, okay. Hiya! Ja, das ist erstmal identifizieren, was ich da noch habe, bevor ich das verkaufe. Nach ist da noch was Gutes bei, dann bereue ich das. Red Chain Shepherds. Oh, die brauchen sehr viel Stärke, die werde ich niemals haben. Kann ich alles verkaufen. Moment, ich wollte immer zum Spaß transmuten. Jetzt habe ich nicht mehr genug Items dafür. Ich tue mal einfach ein paar Sachen da rein. Mal gucken, was passiert. Komplett verschiedene Sachen. Geht nicht. Okay. Warum nicht? Welche Regeln hat Transmuten? Right click on Aging Instant New Videos this side. Ja, das sagt mir jetzt nicht viel. Gibt es eine Regel beim Transmuten? Sowas wie, müssen alles Waffen sein? Anscheinend das auch nicht. Außer ich muss sie auch identifizieren, ich mach's mal ausnahmsweise. Ne. Dann habe ich nicht die geringste Ahnung, was Transmuten überhaupt macht. Oder, ich kann es bedenken, aber nach welchen Parametern man transmuten kann. Müssen es dieselben Items sein? Also dieselbe Gattung? Hast du Infos? Nö, du hast keine Infos. Okay. Dann werde ich es halt nicht tun. Ich habe es bisher auch nicht gebraucht, also was soll's. Nein, ich habe es halt ausgerüstet, das wollte ich nicht. Moment. Aha. Ich weiß nicht, warum ihr immer noch böllert. Es ist mittlerweile schon fast Februar.
sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Ne, das habe ich vorher nicht. Ja, das ist richtig jetzt, okay. Okay, das kann ich jetzt verkaufen, jetzt aber. Ja, vom Rest haben wir eigentlich noch genug. Die können wir noch verkaufen. Die auch. Und dann geht's schon weiter. Bei Level müssen wir noch, stimmt. Ja, ich denke immer noch Magic und Defense ist am sinnvollsten, was soll ich sagen. Aber ich gehe mal wieder zu einem Dexterity, weil wir benutzen immer noch den Stab, also warum nicht. Ich glaube, das ist... Bitte, ist das mein Schild? Keine Ahnung. Egal, Magic. So, wir können... Irgendwas Sinnvolles Neues? Oder lieber alte Sachen verbessern? Ich glaube, alte Sachen verbessern ist besser. Bessere Preise bei Händlern. Das finde ich in diesem Spiel so unnötig. Ich habe bisher so viel Gold bekommen. Wenn man respecken kann, okay, vielleicht. Aber wenn man es nicht kann, würde ich das niemals anklicken. Das nächste Level macht einfach nur... mehr Lebensenergie für die Typen, ne? Für die Kleinen. Und mehr Damage. Das ist eigentlich okay, weil ich will gar nicht mehr haben, aber die sollen auch immer stärker werden. Vor allem defense-technisch. Ist halt ärgerlich, wenn sie durch irgendwelche Explosionen draufgehen. Okay, jetzt können wir weitermachen. Very nice. Und noch viele Goblins, die geslayed werden möchten. Der da zum Beispiel. Der konnte es gar nicht erwarten. Endlich von seiner Existenz als Goblin erlöst zu werden. Oh, ein Schatz. Was soll ein Goblin schon mit Gold? Dann nehmen wir mit. Vor allem tote Goblins. Fame Increase, sehr schön. Mehr Skillpunkte können wir gebrauchen. Okay. Verteilen wir den erstmal. Bessere Eisbälle, glaube ich, waren noch ganz gut für uns. Zeit zu sterben, Goblin. Schön den Explosionsball getötet, bevor er studieren konnte. So muss das. So muss das. Siehst du, die Trolle haben extreme Resistenz gegen Eisschaden, aber schon okay. Dafür ist es schwach gekriegt. Lol, der Troll gehört mir. Haha, der Troll gehört zu mir jetzt. Nice.
Verschwert mir ein bisschen den Weg, muss ich sagen. So, Troll, was meinst du? Eben noch zu verwandeln, damit ich auch töten kann? Greenskin bleibt Greenskin, habe ich gehört. Ich hab Geduld, mein Freund. Komm schon, Mr. Troll. So ein Troll gibt's gute Erfahrungspunkte, den möchte ich jetzt nicht unbedingt stehen lassen hier. Komm, die Minute muss das am Un sein. Ja. Sehr gut. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, das heißt, ich muss über die große Brücke rüber, alles klar. Ach guck mal, der Goblin hört ja auch noch zu uns. Das immer noch vor allen Dingen. Das überrascht mich. Habe ich auch genug Viecher oder sind die einfach irgendwo hängen geblieben? Keine Ahnung, wir machen einfach neue. Hier liegen ein paar Leichen rum. Komm, das ist ein Goblin, weißt du, den dürfen wir eigentlich am Leben lassen. Warum ist der denn immer noch auf unserer Seite? Ich meine, der muss doch schon längst umverwandelt worden sein. Das überrascht mich total. Weil das stand da immer nur eine Minute und der muss ja eigentlich schon viel länger verzaubert sein. Hast Glück gehabt, du bist tot, okay, hast kein Glück gehabt. Okay, doch noch jeden Goblin erledigt, sehr schön. Das brauchen wir alles eh nicht. Au. Schmerzhaft. Das ist der erste Tisch schon, dachte ich mir fast. Gut. Das eine Grün nicht aufgehoben, ist mir auch egal. Manchmal ist es schwierig, die Sachen aufzuziehen, wenn sie direkt bei der Treppe liegen. So, wie sieht's aus mit Items? Oh, geht noch. Wir können kurz mal analysieren. Nichts Relevantes, können wir direkt alles in die Gießtasche stecken. Gut voran, wir kommen gerade gut voran. Freut mich. Oh, ein Big Troll. Uruk-Duul the Grim. Keine Chance. Mein kleiner Viecher reißt auseinander, wird meine starken Giftschüsse ihn zerstören. Fünf Bogenschützen bekomme ich dann, ist ja krass. Nicht schlecht. Dordum. Ist das der, den wir sogar besiegen sollten? Ich glaube schon. Oh, das ist Savage Ember. Das wollte der komische Wissenschaftler haben. Der Ember untersucht, der alte.
ist ziemlich tanky. Ich habe auch viele meiner Viecher verloren. Alle sozusagen sogar. Das ist zum ersten Mal ein Gegner, der wirklich was drauf hat. Auch wenn er recht basic ist mit seiner Strength-Build. Also nur tanky Strength, aber hey. Der hat tatsächlich ein bisschen was geschafft. Der hat meine ganzen Minions gekillt. Eben der Booster weg. Ein paar Minions neu holen. Weiter geht's. Oh, ein Phasenportal. Ich lasse diese mal einfach weg. Ich finde die bisher nicht so nützlich. Also es sind halt extra Dungeons, aber ich brauche sie halt einfach nicht. Ich verzichte einfach mal. Das erste war halt ziemlich krass, weil wir, glaube ich, in ein ziemliches Late-Game-Areal geschmissen wurden. Aber das zweite war schon ziemlich popelig. Und selbst im ersten habe ich nicht wirklich viel Krasses bekommen. Ah, ein Mimic. Nichts, du stirbst einfach. Einfach nur sterben. Bisher ja noch nicht einen Tod, ne? Also ich bin auch noch nicht einmal gestorben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt. Ich denke mal, man spawnt in der Stadt wieder, oder? Passiert sicher noch früh genug. Irgendein Boss ist schon überraschend manchmal. Ich musste ins Horn blasen, damit die Brücke hier sich bewegt, alles klar. Gibt es noch einiges an Goldschätzen. Nice. Jo. Inventar sieht okay aus. Ja, können wir identifizieren. I guess. That is impossible. Was? Achso, ja. So, irgendwas Sinnvolles, ich schätze fast nicht. Das sah alles nicht so krass aus. Nö. Increase all poison and electric damage. Warte mal, ist das Ding besser? Es hat mehr Armor. Es hat andere Resistenzen. Aber definitiv mehr Armor, in zweierlei Hinsicht. Es erhöht aber auch noch Elektrizitätsschaden. Was für mich nicht ganz irrelevant ist, weil ich vielleicht ja noch Exzessionszauber zunehme. Vielleicht. Ich nehme das Ding mal mit. Weil ich verliere nur ein paar Resistenzen und dafür kriege ich eigentlich nur bessere Sachen. Vor allem mehr Rüstungskraft. Ich muss halt nur gucken, dass ich das Magic-Attribut hier noch rausschmiede und dann wieder hier reinstecke. Oder auch nicht, das Ding hat wieder keinen Slot. Und dann verliere ich auch zwei Magic-Attribute. Aber mein Magic-Attribut ist eh ziemlich hoch, also. Ne, ich will die Rüstung. Die Rüstungskraft und die Tatsache, dass ich jetzt mein erstes Item habe, was vielleicht Stromzauber stärkt, falls ich vielleicht, wie angekündigt, noch einen Zauber dazu nehme für Offensivkraft.
Das ist nämlich nicht ausgeschlossen. Oh, ich habe gut Schaden. Aber deswegen halte ich mich, also alles safe. Das ist eine magische Falle hier, oder? Mein Gott. Freut mich natürlich. So, Level up. Zwei, 25 Wochen für die letzten Skills. Was sind wir jetzt? 22, 3 Skills, 3 Level noch, da können wir Summon Beam Golem lernen. Und das wird das Zauber, den ich vielleicht noch dazu lerne, Ember Lightning. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Mal sehen. Machen wir erstmal das hier auf 5. Und mach Magic erstmal richtig hart, da wir ein bisschen verloren haben. Okay. Und wir haben Big Boy. Auch wieder sehr tanky. Ah, wir haben ihn. I can't carry anymore. Okay, I can't carry anymore. Ist alles crap, okay. Nur wieder verkaufen schickt, weil das ist ziemlich viel. Was bringt das hier? Brauchen wir auch nicht weg. Damit haben wir noch eine Truhe drin, das weiß ich. Gut, dann bringt das wieder zurück. Verkauft das alles. Your pet has departed. Wir stecken nochmal eben hier die Schriftrollen. Das brauchen wir auch nicht. Obwohl all physical, all elemental, ja, aber unsere Halskette ist besser. Ja, viel besser. Gut. Ich würde sagen, ich warte hier eben, bis unser Pet zurückkehrt. Und wir beenden die Folge hier erstmal. Nächstes Mal geht es dann hier zusammen mit dem Pet weiter. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.